Ein herzlicher Gruß hier aus dem Rathaus. Herr Dr. Georg Schneider steht uns heute zum 23. Mal mit Rat und Tat zur Seite. Und hoffentlich ist es vorläufig unser letztes Interview, was wir zum Thema Corona führen müssen. Heute Bund-Länder-Konferenz. Man spricht von Freedom Day. Es soll wieder Freiheit geben für uns alle. Corona soll jetzt im Grunde genommen ein wenig zurückrücken in unserem täglichen Leben. Herr Dr. Georg Schneider, was ist zu erwarten und was halten Sie davon? Ja, die Bund-Länder-Konferenz trifft ja heute zusammen. Es wird umfangreiche Lockerungen geben. Es wird keine einheitlichen Regeln geben. Die Länder werden teilweise eigene Regelungen machen. Die Inzidenzen scheinen scheinbar zu sinken. Das Problem wird sein, wir haben keine Nachverfolgung mehr. Wir haben keine Meldung der PCR-Tests. Das ist nicht das Problem. Wir sehen aber, es werden weniger Fälle, es werden weniger positive PCR-Testungen durchgeführt. Wir dürfen nicht zu schnell sein, wir dürfen auch nicht an kalendarischen Daten nur arbeiten, sondern wir müssen uns an der Infektionslage weiter orientieren. Und was vielleicht wichtig ist, dass man im Infektionsschutzgesetz eine Spanne reinmacht, dass man es immer wieder reaktivieren kann und nicht direkt auslaufen lässt mit dem pandemischen Zustand. Also wird es wieder regelmäßige Begegnungen geben können? Werden wir auch wieder zusammentreffen können zu Feierlichkeiten? Werden wir vielleicht auch wieder Schützenfest feiern? Ja, ich glaube das jetzt ganz bestimmt. Ich glaube auch, dass sobald wieder mehr draußen gemacht werden kann, dass auch die FFP2-Maskenpflicht wegfällt. Wir werden sie noch brauchen in Gebäuden. Ich glaube auch, dass wieder größere Veranstaltungen gehen. Wir sehen es ja in Bayern bei Fußballspielen. Das wird jetzt sehr schnell gehen. Die Länder werden sich überholen wollen. Man muss es, wie gesagt, an die Daten der Pandemie koppeln, an die Krankenhausbelegung, an die Klinikbelastung, an den Ausfall der Mitarbeiter in den Kliniken. Auch das kann Einschränkungen geben. Wenn viele Klinikmitarbeiter ausfallen, kann ich weniger Patienten aufnehmen. Das muss man alles im Auge behalten. Das muss der Gesetzgeber jetzt auch tun. Sicherlich hat Omikron dazu beigetragen für die milden Verläufe, aber auch die vielen Impfungen, die gute Durchimpfungen, auch gerade hier in Hövloff. Nun stehen bereits die zweiten Booster-Impfungen an. Für die über 70-Jährigen wird es ja empfohlen. Was raten Sie unseren älteren Menschen? Sollen sie sich jetzt zum vierten Mal impfen lassen? Ja, es gibt da verschiedene Gruppen. Einmal muss man sehen, die Bewohner in Einrichtungen, also in den vulnerablen Gruppen, wie es immer genannt wird, in Seniorenheimen, in der Tagespflege oder auch in Behinderteneinrichtungen. Überall da, wo viele Menschen, die auch viele Kontakte haben, durch Angehörige, durch anderes Personal, durch Pflegepersonal, durch Hausdienstmitarbeiter, die müssen geschützt werden, die müssen geimpft werden, weil man auch sagt, das Immunsystem ist ab 70 Jahre vielleicht nicht mehr ganz so kompetent. Der Immunschutz hält nicht. Da ist die vierte Impfung, also der zweite Booster, empfohlen. Wir haben das in der Seniorenresidenz letzten Freitag gemacht bei 35 Bewohnerinnen und Bewohnern. Alle waren sehr lecker zufrieden. Das muss auch so sein. Die zweite Gruppe ist das Personal der Pflege selber, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern, Arztpraxen, im Rettungsdienst, bei den Feuerwehren. Da wird im Abstand nach 6 Monaten zur ersten Boosterimpfung eine zweite empfohlen. Und für 70-jährige chronisch kranke Patienten, Asthmatiker, Herzkranke, schwere Diabetiker, da werden wir auch in der Praxis das Angebot machen. Aber nochmal ganz konkret, wenn ich jetzt 72 Jahre alt bin, muss ich nicht unbedingt jetzt sofort zur vierten Impfung schreiten, sondern ich kann auch etwas abwarten, vielleicht auch noch bis zur Omikron-Impfvariante oder bis zum nächsten Herbst, wo ich dann gemeinsam mit der Grippeschutzimpfung dann erneut geimpft werde. Ja, auf jeden Fall. Das wird gemacht, weil man Angst hat, dass in den vulnerablen Gruppen es zu Ausbrüchen kommt, es zu Todesfällen kommt und dass die Intensivbelegung steigt. Eine wirkliche Datenlage, wo man sagt, die vierte Impfung wird uns retten, gibt es gar nicht. Man will auf jeden Fall verhindern, dass wir eine Krankenhausüberbelastung haben. Und man weiß eben, dass der Impfschutz bei alten Leuten, Älteren ab 70 eher abnimmt, weil das Immunsystem nicht ganz so stark ist. 72 Jahre, 73 Jahre, keine Medikamente, keine Vorerkrankung oder unser Alter. Da muss man jetzt mit der vierten Impfung gar nicht diskutieren. Also sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie dort der Meinung sind, dass Sie nochmal zusätzlichen Beratungsbedarf haben. Gehen wir aber eine Generation zurück zu den 12- bis 17-Jährigen, die ja auch jetzt schon zweimal geimpft sind. Bei denen ist jetzt ja die Frage, sollen auch wir die Boosterimpfung bekommen? Ja, das hat die STIKO jetzt auch entschieden. Und zwar die 12- bis 17-Jährigen sollen laut Empfehlung 3 Monate nach Abschluss der ersten beiden mRNA-Impfungen, ist ja mit BioNTech-Pfizer geimpft, sollen die geboostert werden, ebenfalls unter 30 in Deutschland ja mit BioNTech-Pfizer. Das macht Sinn. Der dreimalige Impfschutz, das ist erwiesen, schützt vor klinischen Aufenthalten. Es gibt einen neuen Impfstoff, den sogenannten Totimpfstoff Novavax. Ich habe mit vielen gesprochen, die nicht geimpft sind, die gesagt haben, ich habe so eine Angst vor diesen mRNA-Impfstoffen. Aber sobald dieser Totimpfstoff da ist, dann werde auch ich mich impfen lassen. Wann ist es soweit? Wann können wir die restliche Bevölkerung jetzt endlich impfen? Ja, das wird schwierig. Herr Lauterbach hat zugesagt, dass Ende Februar ca. 1,5 Millionen Dosen Novavax ausgeliefert werden.
vom Bund an die Länder, von den Ländern an die Kreise, von den Kreisen an die Impfzentren und dort zurückgehalten werden, primär bei den ersten Lieferungen für medizinisches Personal, was geimpft werden will mit Novavax. Ein Bevölkerungsimpfstoff ist im Moment noch nicht mit Novavax gegeben. Das wird in der zweiten oder in der dritten Lieferung vielleicht kommen. Ich denke, wir werden Mitte März, Ende März auch in der Praxis Novavax zur Verfügung haben und können dann eben auch mit diesem sogenannten Totimpfstoff, proteinbasierten Totimpfstoff, Bevölkerungsschichten noch durchimpfen. Das ist ein Impfstoff, der ist getestet auf die Alpha-Mutation, hat mit Delta-Omikron nichts zu tun. Das ist eine Glaubensfrage für alle, die keinen mRNA-Impfstoff wollen. Ein wirkliches Angebot, nutzen Sie es. Ob das uns aus dem Impftief, uns fehlen ja noch 20% rausbringt, bleibt fraglich. Was bleiben wird in Erinnerung an die Corona-Zeit, sind unsere Impfaktionen. Das waren ja schon wahre Events im Schützen- und Bürgerhaus vom Krisenstab, auch unter Federführung von Dr. Georg Schneider organisiert. Ich durfte gerade am letzten Freitag nochmal der Feuerwehr ein herzliches Dankeschön ausrichten für die tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung. Wird es weitere solche Aktionen in nächster Zeit geben? Also ich glaube in nächster Zeit nicht. Die Impfaktionen sind sehr gut gelaufen. Wir haben alle niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen hier in Hövelhof im Boot gehabt. Wir haben große Aktionen am Schützen- und Bürgerhaus gemacht, aber eben auch an der Kulturscheune. Aktuell ist die Anfrage in den Praxen gut zu bewältigen. Wir impfen immer einmal in der Woche. Das machen die anderen Praxen ähnlich. Wir bestellen den Impfstoff vorab. Die Nachfrage ist deutlich geringer geworden. Wir haben aber auch eine deutlich höhere Impfquote als im Impfdashboard der Bundesregierung gezeigt. Ich denke, wenn da Zahlen von 75% oder 81% angegeben worden sind, über Datenverzögerung, Daten nicht übermitteln, die Quote liegt mindestens 5 bis 7,5% höher. Besonders im ländlichen Bereich. Wir haben sicherlich Gebiete, wir haben einen Unterschied zwischen Sachsen und Bremen von 25% in der Impfquote, sowohl in der Ersten- als auch in der Zweitimpfung. Das ist regional unterschiedlich. Ich denke, wir kommen hier zurecht, brauchen aber auf jeden Fall unser Schützen- und Bürgerhaus im Herbst. Ich denke, im September, Mitte September, wie Sie gesagt haben, eben Grippeimpfung in Kombination oder eben beides nacheinander mit Corona-Impfstoff. Wir sehen noch immer Schlangen an den Teststationen. Wann empfehlen Sie unseren Bürgerinnen und Bürgern, einen Test wahrzunehmen? Wenn man zusammentrifft mit anderen Menschen, muss ich dann vorher diesen Schnelltest haben, einfach zur Sicherheit? Oder sollte man dort auch mehr Freiheit jetzt sich selber einräumen? Also ich glaube, man muss sich selber auch mehr Freiheit einräumen als dreimal Geimpfter. Wir haben ja eine Änderung der Testverordnung am 12. Februar wieder bekommen. Ein Anspruch bei roter Corona-Warn-App beispielsweise besteht nicht mehr. Kontaktpersonen und asymptomatische Patienten bekommen beispielsweise keinen PCR-Test mehr. Die brauchen primär erst einen Antigen-Test. Und für diese Gruppe braucht man dann auch die Testzentren. Wenn ich mich morgens testen lasse mit dem Antigen-Test und sage, wir beide wollen uns abends auf ein Bier treffen, es nützt nichts. Ich kann in den 12 Stunden längst positiv geworden sein. Es gibt teilweise falsche Sicherheit. Treffen Sie sich mit Leuten, die dreimal geimpft sind, lassen Sie sich selber dreimal impfen. Das ist ja auch das, was bei den Kontaktbeschränkungen am letzten oder überhaupt noch nicht zurückgefahren wird. Der Umgang zwischen Geimpften und Ungeimpften. Als Ungeimpfter stehe ich immer noch deutlich schlechter da bei meinen Kontakten. Als Geimpfter muss ich nicht jedes Mal überall, wo ich hingehe, einen Antigentest mitbringe, dass in den Heimen getestet wird, dass, wenn ich jemanden im Krankenhaus besuche, getestet wird. Das ist alles klar, aber ich muss jetzt nicht jeden Morgen zum Testen. Trotz Boosterimpfungen sind aber jetzt auch viele erkrankt, Gott sei Dank mit milden Verläufen. Aber Sie haben ja jetzt ja zusätzlich diesen genesenen Status. Und das ist ja auch etwas kurios, von 6 auf 3 Monate, jetzt wieder von 3 Monate auf 6 Monate. So ganz genau weiß das auch gar keiner mehr. Wie lange gilt mein genesenen Status? Wie ist der aktuelle Stand? Also der aktuelle Stand, das ist ja auch publiziert worden beim RKI gestern am 15.02., ist wieder so, der genesenen Status gilt 6 Monate. Das ist auch genau das Zertifikat, was die Apotheken ausstellen können. Andere Zertifikate können die gar nicht ausstellen. Aber es gibt eine Ausnahme. 3 Monate genesenen Status gilt für jeden, der ausschließlich vor und nach einer durchgemachten Infektion noch nicht geimpft ist. Also der Ungeimpfte hat einen 3-monatigen genesenen Status. Jeder geimpfte Bürger, jede geimpfte Bürgerin hat einen 6 Monate genesenen Status erhalten. Ja, Dr. Georg Schneider, nun fallen die großen Restriktionen in den nächsten Wochen. Vieles wird wieder möglich sein, aber was bleibt? Ja, was wichtig bleibt, wir haben es schon angedeutet, Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen durchziehen für alle Gruppen, in die man gehört. Erst- und Zweitimpfungen bei Indikation auch für 5- bis 11-Jährige machen, auch eine wichtige Sache, vorerkrankte Kinder in Absprache mit dem Kinder- und Jugendmediziner oder dem Hausarzt.
zum Spätsommer, Frühherbst, ich denke mal Mitte bis Ende September, die Impfangebote der Winterzeit annehmen. Corona-Impfung, Grippeimpfung. Und was bleibt? Abstand halten in kritischen Situationen, 1,5 Meter, da sind wir immer gut mitgefahren. Hygiene beim Husten und Niesen weiter einhalten, das ist gut. Die Hygiene hat uns schon gut getan, auch bei allen anderen Infektionen, Norovirus, Rotaviren und auch RSV-Viren. Lüften in geschlossenen Räumen, das haben wir vorher auch zu wenig gemacht, da dürfen wir ruhig ein bisschen zulegen noch. Corona-Warn-App benutzen, überall da, wo es geht. Es wird manchmal lästig, wenn man ständig rote Kontakte hat und negativ bleibt. Aber auch die Corona-Warn-App hat etliche schwere Verläufe verhindern können. Und was ganz wichtig ist, tragen Sie FFP2-Masken. Überall da, wo Maskenpflicht ist, FFP2-Maske tragen. Lassen Sie sich nicht einreden, eine OP-Maske tut es auch. Das sind alles Maßnahmen, die zweite Wahl haben. Die FFP2-Masken kosten nichts mehr. Eine FFP2-Maske schützt zu weit über 90%. Da kommt keine OP-Maske mit, da kommt kein anderer Mundschutz mit. Wenn Maskenschutz, dann FFP2-Maske. Da bin ich völlig auf der sicheren Seite. Ja, nun geben Sie uns noch einige Perspektiven für den kommenden Sommer. Was dürfen wir erwarten? Was wird es für Freiheiten geben für uns? Also ich glaube, es wird ein entspannter Sommer. Es wird Sommerurlaube geben, es wird ganz normal Gastronomie geben, es wird ganz normal auch Urlaube geben. Wir müssen ein bisschen aufpassen, in was für Länder wir fliegen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, mit wem wir uns treffen. Alles unter der Voraussetzung, dass jetzt nicht irgendwelche Mutationen kommen und das Ganze wieder auch den sogenannten Freedom Day am 19. März kaputt machen. Da sitzt man nicht drin, aber da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Schritt. In Afrika beispielsweise sind erst 11% der Bevölkerung geimpft. Die Mutationen, die kommen werden, die kommen ja nicht bei uns nach der Vierfachimpfung. Wir müssen sehen, dass jetzt global mehr geimpft wird. Wir müssen sehen, dass der Impfstoff hier nicht abläuft. Wir müssen sehen, dass der Impfstoff so verteilt wird, dass wir global eine hohe Impfquote haben. Dann kriegen wir auch keine Mutationen und sind auch besser geschützt. Wir haben in Deutschland mittlerweile 4 Impfstoffe zur Verfügung. Das ist ein kleines Luxusproblem. Die Industrieländer müssen jetzt auch ein bisschen lernen abzugeben, bevor Impfstoff abläuft. Wir müssen ein bisschen global denken. Dann kriegen wir unsere Freiheit wieder und können sie behalten. Das ist ja viel wichtiger. Ja, wir stehen gerade vor der Entscheidung. 19. März wollen wir den Abend machen im Schützen- und Bürgerhaus. Sie sprechen vom Freedom Day am 20. März. Das dürfte ja keine Rolle spielen, ob 19. oder 20. März. Kann man die Menschen dort einladen, zu diesem Event zu kommen und wieder so ein bisschen zu feiern mit uns? Also ich glaube, wir haben heute den 16. Februar. Bis zum 19. März wird es so eine Welle von Lockerungen. Ich denke, das wird heute Abend oder morgen zum Wochenende schon losgehen in den Bundesländern. Berlin plant ab morgen schon wieder was. Herr Söder hat schon umgesetzt heute vor der Bund-Länder-Konferenz mit Lockerungen. Da wird es kaum mehr Restriktionen geben. Da wird es auch keine Überlastung des Gesundheitswesens mehr geben, wenn wir mit dem Impfen so weitermachen. An einem Datum würde ich das nicht festmachen. Also ich bin fest der Meinung, wir haben auch bei der Feuerwehr unseren Dienstabend gemacht, noch nach strengeren Vorschriften im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Es geht einiges wieder bis zum 19. März. Glaube ich, ist Corona wirklich an zweiter Stelle. Wir müssen aufpassen, wir wollen noch weitermachen, aber wir müssen auch wieder aufeinander zugehen und auch wieder zusammen feiern. Ja, verehrte Damen und Herren, so entspannt haben wir Dr. Georg Schneider noch nie erlebt bei den letzten 22 Sendungen. Herzliches Dankeschön für Ihre Auskünfte heute und ein herzliches Dankeschön für die Begleitung in diesen 2 harten Jahren, die wir jetzt hinter uns haben. Und freuen wir uns jetzt auf ein wenig mehr Freiheit und mögen wir uns vielleicht bei anderer Gelegenheit wiedersehen, aber nicht so schnell wieder in dieser Runde. Ein Dankeschön für die tollen Interviews.